Servus Leute, zurück zu Let's Play The Darkest Dungeon. Wir brechen diesmal auf in den Untergrund. Dort gibt es nämlich eine neue Quest, ein Hauch frischer Luft in den Tunneln. Eventuell ist es die vorbereitende Quest, dass es hier beim nächsten Mal mehr Damage gibt und dann, glaube ich, könnten wir den Prinz der Schweine angehen. Okay. Gutes Teil für Bauernhof, glaube ich, weil das sind ja lauter so Kristalline oder Zählerstange, egal. Ja, Porträts sind auch super Sache. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar frische Rekruten, ein paar Low-Level-Rekruten genommen, nämlich Vison ist jetzt ziemlich niedrig, da ist ein Nuller-Held, das ist ein Nuller-Held. Der ist jetzt noch relativ niedrig, also einfach ein bisschen die Low-Level-Helden ein bisschen zu leveln. Dementsprechend schicke ich die jetzt hier rein und entweder sie sterben oder nicht. Oh shit. Ach ja, wir sollen irgendwas machen. Dazu haben wir auf jeden Fall unser Inventar schon mal voll. So, mittlerer Dungeon. Gut, was zu essen mitnehmen. Ins Labyrinth. Da nehmen wir einfach ein paar. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Schaufeln. Nehmen wir mal 3 mit. Fackeln sind dafür im Untergrund deutlich wertvoller. Nehmen wir mal ein paar wenige mit. Ein paar wenige zusätzlich mit. Das schadet nie. Ein paar Schlüssel wieder mal. Ein bisschen Weihwasser. Ein paar Kräuter. Da sogar ein paar mehr. Gegengift. Weiß jetzt gar nicht. Nehmen wir mal eins mit. Und schon ist mein Inventar voll. Geil. Brechen wir auf. Na super, würde ich sagen. Na super. Hoffentlich finden wir schnell so einen Gegenstand, weil dann können wir einen Platz freilassen. Na gut. Ja, Labyrinth, habe ich noch die Bosse. Ich will die Bosse machen, aber diese 15% extra Damage, die gönne ich mir gern. Wobei, auf die kommt's. Also bei den ersten 2 Bossen, die habe ich ja weggefetzt, besonders die Hexe, die war ja gar nichts. The swine draw power from their horrid markings and crude idols. Tear them down. Tear them down. Du hast ein Hindernis. Okay, theoretisch kann ich das Hindernis ignorieren, wenn ich einfach da lang gehe, dann könnte ich da lang gehen, dann da lang und dann gehe ich hier wieder zurück. Genau, und wenn ich da und da war, dann kann ich resten. Okay, Plan ist gemacht. Ja, dann entschärfen ist nicht schlecht und wahrscheinlich auch, ja, das Beste, was ich kriegen kann. Das fasse ich nicht an. Ich glaube, das hatte keinen guten Effekt. Oder die schlechten waren zu viele. The match is struck. A blazing star is born. So, mal schauen, wie diese Team-Comp auf Low-Level-Niveau zurechtkommt. Ancient traps lie in wait. So, hier gönnen wir uns das. Eine Stärkung. Bis zum Lagern. Wieso hast du warum hast du Quest? Hä? Versteh ich nicht. The way is lit. The path is clear. Na, die ersten Gegner. You require only the strength was? To follow it. Wieso haben die sich umgedreht? Warum haben die Reihenfolge verändert? Hä? Das versteh ich nicht ganz. Es hat nicht mal angezeigt, dass irgendwie das macht. Die kriegen schon mal ordentlich Schaden. Der muss weg. As the fiend falls, a faint hope blossoms. So, und der muss geheilt werden. Ey, das ist der Fokus. Dieser Fokus. Precision and power. Oh ja, ich mag diesen Skill.
Der hat ja ordentlich schon Stress. Und der hat viel Leben. Okay, der stirbt schon. Was haben denn die? Ja, du bist sogar jetzt an der richtigen Stelle, aber ich habe keine Ahnung, was mit dir los oder was da los ist. Warum gehen die denn auf den? Was ist denn mit euch Gegnern? Lasst ihn in Ruhe, der hat euch nichts getan, der Doggy. So sieht's aus. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Genau, wir zeichnen uns. Aber der ignoriert es einfach. Slowly, gently. Na gut. This is how a life is taken. Das Bluten hat bei ihm zum Glück aufgehört und jetzt können wir ihn zu Tode bluten. 4, das müsste reichen. Dann können wir nochmal. Aber ein Bluteneffekt. Ah, schade. Naja, immerhin insgesamt mehr geheilt als geschafft. Oh, das hat schon Stress verursacht. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. War jetzt zwar nicht das stärkste Bluten, aber ich mach's trotzdem. So. Tja, hat sich nicht gelohnt. Schauen wir mal weiter. Ein Raum mit Loot. Und da haben wir Loot. Finding the stuff is only the first test. Viel Essen. Now it must be carried home. Bisschen aufnehmen und gut. Ah shit. Du hättest auch einen Snack nehmen können. Okay, so viel dazu. Dann hast du ihn jetzt genommen. Okay, Licht an und rein da. Oh ja, schon wieder die. Aber diesmal überrascht und die wirbeln sich nicht durch, warum auch immer. Verstehe ich nicht. So, Kopfnuss. Ich glaube, das ist sinnvoll. Tentakel! Okay, der stirbt. Schade. Auch schade. Aber ja, jetzt fokussieren. Nein, wollte gerade sagen, jetzt fokussen sie den und dann kriegen sie einen schönen Gegenstand. Aber Pustekuchen, tun sie nicht. Das tun sie nicht. Ich finde den irgendwie cool. Denn sein Blutenschaden ist echt OP. Am Anfang nur. Am Anfang. Wird sich wahrscheinlich auch mit der Zeit. Nee, tu's nicht. Keine Krankheiten verursachen, bitte. Sterben, das ist die richtige Einstellung. Der Stress ist relativ hoch schon. So, nur Stress war ich schon lange gewohnt, aber die sind da auch Low-Level alle. Und diese Low-Ops hier. So, einer noch. Ich kann mal heilen. Bei 3 heilen, wenn er Bluten bekäme, dann wär's plus minus 0. Okay, der hat den Tod. Können wir irgendwas? Nee. Also drauf. Jawohl. Oh. This expedition at least promises success. Und tschüss. Sehr gut. Dann schauen wir mal hier rein. Was gibt es hier Feines? Einen neuen Schlüssel, sehr gut. Und unnützes Zeug. Na gut. Aua. Watch your step. Hm,
Das ist. Ignorieren wir. Das ist aber. Du wirst Qualen erleiden, wenn du so weitermachst, und dann wirst du uns alle reinreiten. So, wir gehen darüber, erkunden diese Gegend. Moment. Haben wir drin nicht eigentlich einen Job zu erledigen? Ich habe noch gar nichts davon gesehen. Ah ja, die sind blutimmun. Der kann vergiften, deswegen will ich den loswerden. Du bist ein Scheuser. Du bist eine Bestie. Fünf bis acht. Das klappt. Back to the pit. Ja. Und den jetzt nochmal. Ja. So sieht's gut aus. Oh ja. Ah, ich kann bloß drei von diesen Teilen. Ruhig, ruhig. Nix overkaufen. Nee, nix da. In Radiance, may we find victory. Ja, weg mit den. Ich habe noch gar keines von diesen Teilen gefunden hier. Was ich überhaupt machen soll. Das sieht immer noch nicht nach sowas aus. Aber immerhin überraschen wir die. Das ist gut. A powerful blow. Ja, das ist auch gut. Dann machen wir wieder eine Kopfnuss. Sieht mal aus wie eine Kopfnuss eigentlich. Werde gezeichnet, genau, gönn dir. Hol den nach vorne, so ist gut. Und töte ihn am besten. Ja. Ja. Oh, ja. Nein. Oh, hat keinen Effekt gehabt. Keinen Stresseffekt, weil ich ihn gekillt habe dadurch. Lol. Weil ich ihn beim Trommeln gekillt habe, hat es keinen Effekt gemacht. Das wusste ich nicht, dass es so funktioniert. Oh, du bist unter... unter deinem Life-Total. Damit machst du die Leichen kaputt, genau. Das ist gut. Das ist nicht so gut. Aber du müsstest jetzt deine Fähigkeit machen können. Deine Heilfähigkeit. Ja, erlösen. Selbst heilen und jemand anders heilen. Ja, gute Fähigkeit. Dadurch wird er zwar geschwächt, aber nach dem Kampf ist es wieder weg, oder? Zwei Runden. Ja, genau. Ja, ich glaube, dieser Skill da mit Vergeltung, den sollte ich immer bei ihm einsetzen. Und einen hohen Abwehr. Der wird halt voll der Tank. Das tut weh. Was können wir hier machen? Ah ja. Ja. Gut, dann snacken wir. Einfach das weg. Direkt vom Tisch und gut ist. Ich habe immer noch nicht so... Wir können mal hier schnell schauen, was hier rumliegt. Das sind Bücher, die will ich nicht. Aber ansonsten... Questort! Na endlich! Da ist einer der Questorte. Oh, finally. Ah, easy Gegner. Ich liebe diese Maden. Tatsächlich sind sogar Maden. Verflucht, ich wollte sie einfach mal als Maden beschimpfen. Aber es sind ja Maden sogar. Fresst sie. Die sind so chillig. Es gibt... Selbst die Antiquitarin, macht euch platt, ihr Maden. Wahrscheinlich sogar stimmt es. F-Stücke. Okay, das hat auch hohe... Was muss ich mitnehmen? Ich hab nie was ich mit dem nutzen kann. Ja, wobei, Heiko... Doch, das kommt häufiger vor. Ach, egal. Höhere also das da müssen wir mitnehmen. Jetzt, da ich weiß, dass es wirklich so ist, muss ich sie alle mitnehmen. So, ein Questraum. Ist der beschützt? Tatsächlich, der ist auch noch beschützt. Ah ja, wir haben tatsächlich sowas noch gar kein einziges Mal gesehen.
Ja, okay, der dort hinten ist das Wichtige. Wobei, die können vergiften, das ist auch lästig. Wobei, Gifthauch. Egal. Der Trommler muss nach vorne wegen seinem Stressschaden, den er verursachen kann. Trommeln der Entkräftung. Sehr gut. Die haben es auf dem Flagge landen. Ja. The ground quakes. The ground quakes. Erdbeben. Fokus den. Beschützen müsste er noch. Der hat doch bestimmt auch eine Beschützenfähigkeit, oder? Ich würde gerne tatsächlich die Leiche loswerden. Deswegen zieh den mal nach vorne und dann fress den dort hinten. Nice. Ja, endlich. In your face. Nein, nicht. Schade. Und hat noch nicht genügend gelitten. Ich bin begeistert. Ich hätte gedacht, er hat schon wieder genug gelitten. 11 hat er. 1 zu wenig. Ah, jetzt hat er genug gelitten. Das ist ein guter Heiler, finde ich. So ein guter Off-Heiler. Ich finde ihn echt praktisch. Wenn die Gegner bluten, nicht immun sind. Natürlich. Push on to the task's end. In Einzelteile zerlegt. Nummer 1. Okay. Das waren Bücher, das waren glaube ich auch Bücher. Bücher sind irrelevant. Die können Stress verursachen. Warum sollte man das nehmen? Warum will ich das nehmen? Das will ich gar nicht nehmen. So, die haben nochmal gesnackt. Ich glaube, ich könnte eigentlich nochmal einen Raum mir gönnen. Bevor wir rasten. Oh! Das ist belastend. Weil das bedeutet, das, was ich verpasst habe, könnte auch sowas sein. Blöd. Immer erst die hinteren Reihen. Meistens sind die brutaleren. Schade. Ja, lass mich doch erst hier das da. Vergeltung. Reposé oder wie das auch heißen könnte. Aber trotzdem. Sehr gut. Was? Das ist denn wieder... Das sich widersetzt? Was ist denn hier los? Warum triffst du nichts? Der verlangen Land, der leidet schon wieder und dann kann er wieder heilen. So, das Bluten. Kannst du dich nicht widersetzen. Dem Bluten kannst du dich nicht widersetzen. Bam. Jawohl. Da kommt immer die Stärkung. Extra Schaden. Der kriegt extra Schaden, wenn er unter einem gewissen Wert ist. Ich könnte noch markieren, aber das brauchen wir nicht. Ja. Dann kann ich leider immer heilen. Ich kann Sachen mitnehmen. Finally. So too will resistance. Okay. Ah. Okay. Wir haben's geschafft. Hup. Ja, aber wir haben ja noch den ganzen Dungeon vor uns. Oder den halben Dungeon zumindest. Ja, hier sind ja noch ein paar Sachen. Ist dieser Kuriosität würde ich gerne durchlaufen, weil da kann ja einiges noch an Loot da sein. Dementsprechend rasten wir einfach mal. Machen nebenbei die Musik an. Ihr wisst Bescheid, die Musik anmachen. A chance to steel oneself so. Against the coming horrors. Okay. Ja, ja. Wir nehmen erstmal gut Essen zu uns. Genau. Der hat Bluten auf sich. Das ist das erste Mal, dass einem ein Bluten da reingeht. Wir brauchen wieder wachsamer Hund. Nächtliche Überfälle.
Dann Waffenübung, hört sich geil an. Gruppe. Finde ich gut. Finde ich beides gut. Werden alle gebufft. Für 4 Kämpfe. Ich glaube, so viele werden es nicht mehr sein in diesem Dungeon. Gut. Das war's schon. Lol. Sehr schön. Das war es schon. Na gut. Habe ich dafür noch was? Ich habe dafür nichts mehr. Also fassen wir es nicht an. Eine Falle tut weh. Cruel machinations spring to life. Bandagen hätte ich theoretisch noch. Gut. Das war nichts Besonderes. Hier. Psst. Psst bedeutet ein Gegner vor uns. Oh ja, noch ein Pergament. Wir könnten es theoretisch. Na, ich lese das irgendwann mal durch, wenn ich alles habe. Geld. Ja. Also, das Psst ist doch immer ein Hinweis auf, gleich kommt ein Kampf. Ja. Also, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber sieht so aus. Du! Komm her! Die können bluten. So. Dann müssen wir uns auf den fokussieren. Auf den Wahnsinnigen! Aber er wurde gezeigt. Okay, greif den an. Nein, nicht den. Den da. Keine Krankheit, schön. Nein, Grauen! Ah, gut. Er wusste nicht, dass er gemeint ist. Sehr gut. Er hat die falsche Sprache angewandt. Ja. Jetzt wird die Phrase bekommen. Ist tot. Der ist schon mal tot dadurch. Ja, der kommt nochmal. Nochmal beschuldigen. Oh, du bist ja ganz vorne. Auch der wusste nicht. Wir wissen nicht, in welcher Sprache er redet. Dementsprechend. Er stirbt von sich aus. Das ist gut. Du bist gestorben, der stirbt von sich aus, dann müssen wir den erkennen. Läuft. Na gut. Oh. Oh, wir können heilen. Der kann sich zwar selbst gleich heilen, aber so ist es auch gut. Und jetzt? Willst du nicht sterben? Der als letztes überlebt hat. Krass. Ja, ist mal angenehmer, alles mitnehmen zu können. Sehr angenehm. Das Einzige. Ja, okay, jetzt ist es nervig, dass ich nicht sehen kann. Brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Im Zweifel brauchen wir es immer. Erkunden. Oh. Leider. Warte, wobei, das war ein kritischer Erkunden, kann es sein? Ich weiß noch nicht, wie das so geregelt ist. Wenn man großes Erkunden macht, dann können Geheimgänge aufgedeckt werden. Oh ja, noch ein Pergament. Wir sammeln hier jetzt richtig gut Tagebuchseiten. Oh, wir haben ja immer noch diese Köterknochen. Hundeknochen. Wenn man weiß, wie makaber das Spiel ist, könnte Hundeknochen auch was anderes bedeuten, nicht wahr? So, vor uns sind Gegner. Es ist ein bisschen dunkler. Machen wir sie weg. Okay, diesmal haben sie einen Tank dabei. Das macht nichts, den holen wir nach vorne. Beißen ihn erstmal. Schade. Das ist okay. Ich finde es gut. Ich finde es super gut. Schade. Aber wir holen es trotzdem nach vorne, das Schwein. So sieht's gut aus. Dann gibt's keine negativen Effekte, wenn man ihn dabei killt. Mhm. Gut. Das läuft so gut. Oh ja, sehr gut. Unbarmherzig ausgelöst. Ausgelöscht. Executed with impunity? Ich kenne das Wort nicht. Sehr gut. Oh ja. Oh, oh. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? So viele Porträts.
Wie gut. Apropos Light, hier gibt's eine Fackel. Können wir gleich nutzen. So, wir holen uns jetzt noch das Trivia hier und dann sind wir gut. Ah, jetzt können wir auch mal darin lesen. Okay, bisschen Fackel runter. Okay. Na gut. Ja. Haben wir es geschafft. Gut. Kann man echt gut mit leben. Robbed of their writings, the swine will grow ever more ignorant. If such a thing were possible. Ja, Geld haben wir nicht viel gemacht. Aber die kostbaren Porträts. Das war aus der Sicht 9 Porträts aus dem Ganzen plus der Belohnung plus 8 Wappen. Ja, und knapp über 6000 Gold. Die Level 0 Helden konnten jetzt mal leveln. Das ist gut. Das ist gut. Aha. Gegen Betäuben. Ja, es ist... Das ist schlecht. Das muss geheilt werden. Liebestoll ist schlecht. Nur ein was besuchen ist nervig. Aber das ist dafür sehr gut. Okay. Menschenhasser. Warum geht man in so einen Schweinedungeon und wird Menschenhasser? Weil die Leute dann Hass darauf bekommen, dass die Menschen so Experimente gemacht haben, oder wie? Ich frage mich, ob auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dahinter steckt manchmal. Ich glaube, bei manchen Dingen kann man das erhöhen. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Oh ja! Oh ja! Das bedeutet, das nächste Mal werden wir den Prinz der Schweine angehen. Den Boss. Prinz der Schweine. Sehr gut. Okay, die verrenkte Schulter wurde entfernt. Das wurde entfernt. Das stört mich echt, dass ich hier nicht sehe, wie viel Zinsen ich bekommen habe. Ich sehe sowas nämlich gerne. Dass es auch wirklich wirkt, so in etwa. Na gut. Also, wer muss sofort geheilt werden? Das war, glaube ich, der Waffendude. Das Liebestoll muss sofort weg. Das akzeptiere ich nämlich nicht. Ansonsten ganz gut. Wen ich noch nie genutzt habe, war der. Aber der ist auch speziell. Und eine Antiquitarin fehlt mir auch. Oh, da haben wir schon eine. Und eine Vestalin, eine neue. Ah, das ist ja gut. Dann können wir mal schauen, was brauchen wir denn nicht mehr. Vielleicht ein paar von denen. Jetzt, da ich keinen, den anderen mehr nicht mehr habe, dann könnte ich dich auch wegschmeißen, nicht wahr? Nein, Krieger des Lichts, ich habe schon in dich investiert. Karnet ist Level 1. Die Barbaren sind super strong. Schilddamen brauche ich. Jetzt. In dich habe ich auch schon investiert. Wen nutze ich kaum? Dich könnte ich weg... Ja, wobei, du hast gar keine schlechten Fähigkeiten jetzt hier. Und in dich habe ich auch... Ja, das ist natürlich der Haken, wenn man immer investiert in solche. Tatsächlich, die da. Die brauche ich nicht. Habe ich in dich schon investiert? Nein. Bist du gut? Besessen von Heiligkeit ist nervig. Dann nimmst du irgendwelche Schätze an dich. Stressessen. Okay. Das ist schlecht. Weil es gibt ein Achievement, dass man von jeder Art Held einen in seiner Gruppe hat hier. Und da habe ich's. Eine ansehnliche Versammlung. Tatsächlich würde ich die auch gern mal nehmen. Sie kann nämlich alles looten und kriegt dann mehr Loot, soweit ich... So hat es irgendjemand mal behauptet. Und tatsächlich diese Klasse nutze ich eigentlich nicht wirklich häufig. Aber ist halt die einzige gute aus der hinteren Reihe. Ja, du könntest auch aus der hinteren Reihe. Und ich brauche sowieso mal ein paar Low-Bob-Helden wieder, also kommst du weg. Du bist zu schwach für dein Level. Ja, von den Fähigkeiten her passt es.
Ja. Krieger des Lichts, super Sache. Schaden. Ja, okay. Ja, ja, okay. Das ist etwas, was man heilen kann. Gut, habe ich eine neue Vestalin. Sehr gut. Hat ja ewig gedauert. A sister of battle. Nice. Pious and unrelenting. Okay, dann werden wir beim nächsten Mal uns den Prinzen genauer anschauen. Was kann der? Unverwüstlich? Nee. Das sieht okay aus. Aber ich bin voll. Tatsächlich bin ich voll. Ich muss so langsam mal überlegen, welche Helden wirklich sowas taugen. Tatsächlich, anfangs war ich Fan vom Aussätzigen, aber weil er den meisten Damage macht, aber tatsächlich, sie ist auch sehr stark. Und ihre Fähigkeiten sind irgendwie praktischer. Wobei, er hat halt dieses Selbstheilen, was ziemlich geil ist. Also der braucht keinen Heiler. Also den könnte man in einer Gruppe mitnehmen, wo ich keinen wirklichen Heiler dabei hätte. Das könnte man auch mal machen. Man könnte so viele komische, lustige Sachen machen. Also eine Gruppe, die nur im Dunkeln kämpft, eine Gruppe, die super P ist, eine Gruppe, die alles Glass Cannon-mäßig vernichtet oder selbst vernichtet wird. Da kann man so viele lustige Sachen machen. Aber beim nächsten Mal machen wir erstmal einen Boss. Und davor werde ich mir erstmal recherchieren. Nein, ich brauche Bluten. Schweine sind blutenanfällig. Deswegen einfach setze ich eine Gruppe zusammen, die viel bluten kann und so Flagellant und sowas. Mal schauen. Den muss ich ins Kloster schicken. Eine Gebetszahl reicht. Soll ja günstig sein. Bet ein bisschen, damit du wieder entspannst. Die anderen können ganz normal entspannen. Gut. Tatsächlich drei von denen, 6 Heiler von 29. Das ist eine gute Quote, glaube ich. Das ist auch eine ausreichende Quote. Jetzt muss ich halt darauf achten, dass ich langsam mit denen allen... Ich könnte die natürlich austauschen mit der Zeit, aber in die habe ich schon investiert, alle. Macht aber nichts mehr, weil wir kriegen ja auch immer mehr Geld. Dann investiere ich halt in neue und die können dann neues Zeug looten. Der könnte... Wald. Der könnte aber bei Blutfest mit dabei sein. Davon einer könnte dabei sein. Ja, ich werde mir Gedanken machen. Ich werde sie mir alle genau nochmal anschauen. Wahrscheinlich einer von den Flagellanten ist wieder dabei. Und wahrscheinlich einer von denen wieder dabei. Und dann machen wir das nächste Mal einen Prinzen der Schweine und machen ihn platt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.